Der Hund brachte ein Welpen aus dem Wald mit. 2 Monate später wurde klar, dass es überhaupt kein Hund war. Der Labrador Milo ging oft durch den Wald spazieren, der sich in der Nähe seines Hauses befand. Doch eines Tages kehrte er mit einer seltsamen Überraschung zurück, die wie ein winziger Welpe aussah. Was aber niemand wusste, war, dass der Welpe eigentlich gar kein Hund war. Als der Labrador Milo eines Tages durch den Wald ging, fand er eine winzige Kreatur auf dem Boden liegen und brachte sie zwischen den Zehen vorsichtig nach Hause und ließ sie vor der Haustür zurück. »Oh Milo, was hast du da mitgebracht? Und woher hast du diesen Welpen?«, fragte der Besitzer namens Nicky seinen Hund. Es war ein Welpe, der möglicherweise verlassen worden war. Ebenso war klar, dass er noch nicht lange am Leben war, da seine Augen noch verschlossen waren. Nicky nahm den Welpen in die Hand und begann ihn zu untersuchen. Der Welpe war so klein, dass er gerade einmal in die ganze Handfläche von Nicky passte. Und plötzlich tat das Tier etwas Außergewöhnliches. Jedes Mal, wenn Nicky den kleinen Welpen in seine Hand nahm, drückte er sich mit seiner feuchten Nase gegen Nickys warme Hand und er schien so, als ob er sich dort sehr wohl fühlte. Er beschloss, sich den Welpen zu behalten und gab ihm den Namen Teddy. Anfangs, so sagt Nicky, war es sehr schwierig gewesen, sich um das Jungtier richtig zu kümmern, da er keine Vorerfahrungen mit neugeborenen Tieren hatte. Doch eines wird er niemals vergessen. Und zwar, dass Milo den kleinen Teddy regelmäßig mit seinem Körper aufgewärmt hat und ihn sogar mit seiner Zunge sauber leckte. Er war wie sein Babysitter und übernahm die Mutterrolle für ihn. Doch im Laufe der Zeit wurde der Besitzer etwas misstrauisch, als der Welpe anders zu wachsen begann als wie ein normaler Hund. Plötzlich begann sich die Farbe des Fells zu verändern. Und sein einst weißes Fell veränderte sich auf einmal in dunkelweiches und sehr dickes Fell. Als der Mann Teddy eines Tages in einem kleinen Stall zurückließ, hörte er ein seltsames Geräusch und drehte sich um, um zu sehen, was los war. In diesem Moment wurde er Zeuge, wie der kleine Teddy sehr gekonnt durch den ganzen Stall kletterte und sich von Tür zu Tür schwung. Nach diesem Ereignis begann Teddy regelmäßig auf Schränken und anderen hohen Gegenständen zu klettern. Es war unglaublich, denn noch nie in meinem Leben, so sagte Nicky, habe ich einen Hund springen oder gar klettern gesehen. Es war wie eine Katze, aber es war keine Katze, sagte er. Als Nicky Teddy eines Tages wegen der Impfungen zum Tierarzt brachte, fing der Arzt an zu lachen und sagte, dies sei definitiv kein Hund, sondern ein Zobel, besser bekannt als Baumarder. Dieses Tier ist ein Raubtier und existiert in Osteuropa, hauptsächlich in Russland bis nach Sibirien. Sogar in Japan ist es beheimatet. Der Arzt kommentierte auch, sie können es weiter behalten, aber ich glaube nicht, dass sie es zähmen können, da es sehr umgezogene Wildtiere sind und ich befürchte, dass es mit der Zeit, wenn es größer wird, viele Dinge in ihrem Haus kaputt machen wird. Ich rate ihnen, es an einem Ort zu bringen, an dem sich um wilde Tiere gekümmert wird, sagte der Tierarzt. Doch Nicky war schon so sehr an Teddy gebunden, dass er ihn nicht mehr abgeben wollte und sie waren bereits sehr gute Freunde geworden. Und sogar der Hund Milo war sehr glücklich an seiner Seite. Leider wird dieses kleine Tier hauptsächlich wegen seines wertvollen Pelzes getötet, aus dem teuren Pelzmäntel hergestellt werden, die zu sehr hohen Preisen verkauft werden. Es war klar, dass er ihn jetzt erst recht nicht mehr alleine lassen wollte. Nun ist der kleine Pelzige mit wunderschönem glänzenden Fell bedeckt und Nicky hat es geschafft, ihn vollständig zu zähmen. Wenn Nicky manchmal spazieren geht, spielt und klettert der kleine Teddy mit voller Freude auf nahegelegenen Bäumen und ohne Zweifel kehrt er jedes Mal wieder nach Hause zurück. Ohne Zweifel ist diese eine einzigartige Geschichte. Dank des Hundes Milo, der durch den Wald ging und den kleinen hilflosen Teddy mit zu sich nach Hause genommen hat. Wenn Milo nicht gewesen wäre, hätte der kleine Teddy wahrscheinlich nicht überlebt. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Hunde fühlen, wenn etwas nicht stimmt und sofort zur Hilfe eingreifen. Dank Milo hat Nicky einen neuen Freund gefunden und gleichzeitig den kleinen Teddy gerettet. Wünschen wir den dreien das Beste für die Zukunft.